ich habe gedacht, wir machen mal eine Bewährungsprobe vom T4. Und wir befinden uns jetzt, wie man unschwer erkennen kann im Hintergrund, irgendwo in den Alpen. Die erste Nacht, wie fandst du die erste Nacht? Kalt. Kalt, ja. Also es ist bis auf 3 Grad runtergefroren heute Nacht. Und ich habe gedacht, wir machen so einen kleinen Roadtrip und fahren hier ein paar Ecken ab. Willst du die Stühle noch vorne rausholen? Genau, und ich habe gedacht, wir fahren einfach mal ein paar Ecken ab. Mitunter der Eibsee, Königsee und mal gucken, was noch so. Also ich denke mal, wir werden jetzt 2-3 Tage unterwegs sein oder 3-4, mal gucken, wie lange wir es aushalten. Es ist wirklich kalt. Ich bin froh, dass wir einen Heizlüfter haben und hier geht es wirklich halt nur mit Wohnmobilstellplätzen, wo wirklich Strom ist, weil sonst ist es wirklich zu kalt. Wir haben den Bus zwar gedämmt, hinten die Flügeltüren sind noch nicht gedämmt, weil ihr wisst ja, die müssen wir neu machen. Ich will auch jetzt erstmal nicht lang weiterschnacken. Wir fahren jetzt erstmal zu McDonald's, holen uns einen Kaffee und dann geht's weiter. So, Schatz, was hast du? Mhm. Ja, wir sind mittlerweile am Eibsee, wie man vielleicht im Hintergrund so ein bisschen erkennen kann, angekommen. Das waren 15 Minuten Fahrt von dem Wohnmobilstellplatz, wo wir waren. Der war eigentlich ganz cool, ne? Ja. Also wenn ihr auch mal hier in die Region fahrt, wie hieß denn das? Camping am Bank. Bank. Ja. Camping am Bank kann ich nur empfehlen. Da könnt ihr auch rund um die Uhr anreisen. Da gibt es einen Zahlautomaten. Das ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, die erste Nacht war ja nicht ganz so erholsam. Aber ich bin nach langen Autofahrten sowieso immer irgendwie tierisch wach danach. Während der Fahrt bin ich müde und nach dem Fahren bin ich wach. Warum machen wir das Ganze eigentlich heute hier heute? Vor allem nicht nur heute. Wir sind jetzt ein paar Tage unterwegs. Ich habe überlegt, ich habe Bock, mal wieder zu fotografieren, mal wieder die Kamera ja, zu nutzen. Und zwar Back to the Roots Landschaftsfotografie und meine Freundin auch mal dazu nötigen. Nicht? Warum guckst du so böse? Hast du keine Lust auf Landschaftsfotografie? Oh, ein böser Blick. Und, oh Leute, Schatz, sollen wir mal hier runter? Das sieht richtig schön aus gerade. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Dass wir das gar nicht so festhalten können, aber das Wasser ist türkisgrün. Es ist unglaublich schön hier. Das Einzige, was mich ein bisschen stört hier am Eibsee, ist, dass man hier keine Drohne fliegen darf. Das heißt, wir müssen gleich irgendwo hinfahren, irgendeinen Bergpass finden. Wir machen sowieso so eine Rundtour, dachte ich. Du darfst ja aber nicht verlieren. Wenn du verlierst, stehe ich in das Wasser. Nee, ich will, muss ja kein Wasser sein. Mir reicht das ja, so ein Gebirge mal lang zu fliegen. Also mein Plan ist es mal mit der Drohne Berge runter zu diven. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Und richtig schöne Aufnahmen für euch zu sammeln. Und ich würde sowas gerne öfter machen. So reisen, durch die Gegend fahren. Ja. Um für euch zu zeigen, wie schön es draußen in der Natur sein kann. Gepaart mit dem T4, hier und da mal wieder Autovideo mit dem, was wir erleben und so. Und halt sowas. Wäre halt auch schön. Ich finde aber, man vergisst dann auch so ein bisschen, dass man in Deutschland ist. Ne? Ich meine, gut, ein bisschen erinnert das an die Sächsische Schweiz, an die Heimat. Aber wenn man so in die Ferne guckt und man sieht dann auf einmal die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands hier, ist das natürlich krass. Ich kann euch das jetzt sehr schlecht zeigen. Ihr seht, dass die Sonne einfach extrem blendet, die kommt von da. Was eigentlich aber perfekt ist, weil wir suchen jetzt einen Fotospot, weil wir haben hier vorne vereinzelt ein paar Inseln.
Und das sieht, glaube ich, ziemlich geil aus, wenn die Zugspitze im Hintergrund ist. Ja, man sieht es hier. Ne, da haben wir die Zugspitze, ist ein Stück weiter darüber. Und da haben wir eine der Inseln hier vorne. Und wir suchen jetzt einen Spot, wo wir das ordentlich ablichten können. Mittlerweile von der Zugspitze eigentlich, naja, wir sind gar nicht so weit weg. Ihr seht da im Hintergrund ist immer noch die Zugspitze. Allerdings sind wir jetzt nicht mehr auf der deutschen Seite, sondern auf der österreichischen. Ich habe jetzt spontan entschieden, komm, kaufe jetzt so eine Vignette und so. Dann sind wir auf der sicheren Seite, weil wir fahren jetzt weiter in die Richtung da hinten, Richtung Sonne. Weil da ist irgendwo ein Pass. Und ich hoffe, dass ich endlich da mal ein bisschen Drohne hochjagen kann. Aber auch hier ist schon geil, ne? Sieht schon schön aus. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Bilder und hau die euch jetzt hier rein. So, wir haben es geschafft, ein bisschen noch Drohne zu fliegen hier in Garmisch-Partenkirchen. Es ist leider kein Hang geworden, keine Alm. Genau. Ja, ich hoffe morgen. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück am selben Stellplatz wie gestern Nacht oder gestern Abend. Aus dem einfachen Grund, dass wir wissen, was das hier kostet, dass hier Strom ist. Das ist dann der Bankbahn, die ist sowieso momentan nicht im Betrieb. Das heißt, es ist ganz cool, ganz ruhig. Ich hoffe, dass es diese Nacht eine angenehmere Nacht wird, weil das war wirklich nicht schön gestern Nacht. Und morgen früh fahren wir dann rüber zum Königssee. Und da müssen wir dann mal gucken, ob wir vielleicht auch noch mal so einen Platz finden. Bisher sieht es eher schlecht aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir durchfahren. Und wie gesagt, wir haben jetzt spontan noch eine 10-Tages-Vignette gekauft. Wer weiß, vielleicht fahren wir einfach noch mal rüber nach Österreich oder so. Wir fahren sowieso über Österreich zum Königssee. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was mitnehmen können, damit ich euch noch ein bisschen was zeigen kann von unserem kleinen Rundtrip. Also bisher, wie gesagt, es ist wirklich schön. Ich hatte ein dickes Lächeln im Gesicht, weil die Aufnahmen, die ihr teilweise jetzt gesehen habt vorhin, sind von der anderen Seite von der Zugspitze. Und das ist wirklich schön da drüben. Ja, ich meine, hier ist es auch wirklich wunderschön. Ja. Genau. Und an der Stelle sage ich mal, bis morgen früh. Genau darum geht's, Schatz. Bist du nicht davon enttäuscht? Doch schon. Ich würde schon gerne in der Touristenstadt. Ja. Also meine Lieben, wir sind... Wieso schon wieder meine Lieben? Ich weiß gar nicht, ob die lieb sind. Ja, ist echt so. Ihr seid nicht lieb? Bei 70% der Leute, die unsere Videos oder meine Videos gucken, beziehungsweise unsere Videos mittlerweile, haben den Kanal immer noch nicht abonniert. Leute! Lasst einfach mal ein Abo da. Wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, alle würden sich freuen. Wir sind mittlerweile am Königssee angekommen und ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist halt einfach wirklich eine Touristenstadt. Eine Touristenbude nach der anderen, wo ihr irgendwas einkaufen könnt. Und genauso wie hier. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt unten am See aussieht. Und wahrscheinlich werden wir morgen mal da hochfahren auf den Jänner und mal gucken, es ist auf 1800 Meter Höhe. Und für meine Freundin wäre das das erste Mal Gondelbahn fahren. Also müssen wir mal gucken. Wir wandern jetzt erstmal kurz zum See, verschaffen uns einen Überblick und dann werden wir auf jeden Fall hier 45 Minuten entfernt auf einen Campingplatz, wo wir schön Strom haben und alles. Ja, so viel zum Tourismus. Hier haben wir Anliegestellen für das Schiff. Weil man über den Königssee mit einem Schiff schippern kann. Der Blick ist wirklich schön. Das sind so, ich denke mal, dass das die Bootshäuser sind für die Schiffe. Ich habe gesagt, die Brücke.
Brücke ist schön. Die Brücke ist schön. Ich dachte, der Blick ist schön. Der Blick ist auch schön. Naja. Naja, auf diese Bootshäuser, wo die Touristenboote drin sind. Ist bestimmt schön. Also ist schon schön. So, das hier ist so die Schneise und der Königssee ist eigentlich hinter diesem Berg da. Müssen wir mal gucken, ob wir es jetzt noch schaffen und ob wir noch ein paar Bilder zeigen können. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal für heute nur ein Ticket für eine Stunde. Und morgen werden wir uns ein Tagesticket gönnen. Ja, für heute war es mehr oder weniger ein Reinfall. Also hier kann man hochwandern oder man fährt mit der Bahn. Ich denke, wir werden uns lieber die 42 Euro sparen. Das pro sind, Person? Ja. Ja? Pro Person. Und ja, werden gucken, dass wir uns dafür lieber mit Lebensmitteln eindecken. Und dann werden wir halt ein bisschen Muskelkraft beanspruchen müssen. Meine Freundin freut sich schon. Das ist die Bobbahn, oder? Ja, das ist die Bobbahn. Du, das ist so cool, ich freue mich wirklich. Aber das zeigt ja, hey, hallo, dass die kleine Rundreise, dieser kleine Roadtrip, den wir machen, Spaß macht. Ja. Und das ist ja gar nicht so übel, das in dem Camper zu pennen. Nö, wenn man Strom hat, wohlgemerkt. Ja, also zu der Jahreszeit zumindest. Also wenn es nachts nicht 20 Grad hat, ist es schon sehr ungemütlich. Wie gesagt, wir haben jetzt nachmittags, wir sind jetzt mittlerweile im Berchtesgadener Land angekommen, am Königssee. Morgen gucken wir uns den mal genauer an. Ich spare jetzt ein bisschen Akku, damit wir für morgen noch ein bisschen Akku haben. Haben wir vom Strom? Ja, aber ich kann den Akku von der nicht laden. Warum nicht? Hast du den Ladekabel nicht dabei? Nein. Oh. Und an der Stelle, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit einem gewaltig geilen Ausblick. Bis morgen. Oh, wir sind zurück am Königssee. Die Nacht war, das war wirklich jetzt die beste Nacht, die wir jetzt hatten. Ja. Wenn der Strom so günstig ist, muss man sich ja mal gönnen. 50 Cent die Kilowattstunde, das heißt. Das ist sehr günstig. Vergleichsweise zu deutschen Plätzen, wenn man drüben in Österreich gepennt, ist es wirklich günstig. So, müssen gucken. Hoffentlich macht der Akku das heute so weit mit, weil wir werden auf jeden Fall einige Stunden unterwegs sein, um einfach mal ein paar geile Fotos wieder zu schießen. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nicht mit der Bahn fahren. Ich glaube, die ist sowieso zu. Das heißt, wir dürfen jetzt wandern. Ja, die fährt da nicht. Das heißt, wir dürfen jetzt wandern, laufen erst hoch und dann runter an den Obersee. Da gibt es so ein schönes Bootshäuschen und dann machen wir dann ein paar Bilder und dann geht es über den Königssee wieder zurück. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Jedenfalls steht uns ein schöner Anstieg bevor. Die ersten paar Meter sind geschafft. Von da unten hat man diesen typischen Blick auf den Königssee. Das sind so diese typischen Fotos, die entstehen. Aber ich finde das gruselig, wie viele Asiaten hier unterwegs sind, ne? Ja. Also man fühlt sich hier eher wie in China als in Deutschland, ohne jetzt rassistisch klingen zu wollen. Wir haben uns jetzt entschieden, anstatt da unten lang zu gehen, wie gesagt, hier oben lang, weil ich glaube, das wird einfach geiler. Hast du gesagt, Schatz? Ich habe gesagt, es ist nicht mehr weit. Aber da geht's nicht hoch. Ich kann nicht beruhigen. Cool. Auf dem Berg da ganz oben, ne. Zum Glück. Wir gehen weiter rechts hoch. Aber wenn wir die richtige Ausrüstung hätten, ne? Ja. Würde ich das voll gerne mal machen. Ja, nachdem wir jetzt da oben waren und wir festgestellt haben, es geht nicht weiter, weil die dem Weg zu dem, wie heißt der Wasserfall? Königsbachfall war das, glaube ich, oder so. Der ist gesperrt. Da ist auch dieser berühmte Infinity Pool quasi. Das ist jetzt gesperrt, weil sich da die Vegetation erholen soll. Konnten wir natürlich jetzt nicht weiter. Deswegen sind wir jetzt hier unten. Sind jetzt an der anderen Seite vom Königssee. Hier ist dieser berühmte St. Bartholomä-Kirche vor dem Watzmann. Und wir sind jetzt hier mit dem Schiff rübergefahren. Hat sich das gelohnt? Naja.
es ist halt viel zu teuer und auch wir sind Opfer von Tourismus geworden. Jetzt ist die Frage, wir haben halt Hin- und Rückweg gebucht, ob wir zurück auch noch mit dem Boot fahren, weil das Ding ist halt einfach da hinten um die Beuge rum ist noch ein sehr berühmter Platz, ein sehr schöner Platz. Da würde ich gerne hin. Die Problematik ist aber, wenn wir das machen, müssen wir, glaube ich, hier über den Berg oder so. Hier müssen wir irgendwo hoch. Und dann haben wir das Problem, dass wir das letzte Schiff nicht mehr schaffen und über die Berge und über die Alm zurück müssen. Also ist jetzt die Überlegung, was wir machen, ob wir es einfach sein lassen oder ob wir einfach sagen, scheiß drauf, wir laufen zu Fuß zurück. 4 Stunden. Ja, wie war das? Manchmal sollte man aufhören, ne? Wenn es am klügsten ist. Und wir haben uns jetzt entschieden, eigentlich müssen wir oder wollten wir da hinten in die Schlucht rein, weil da hinten ist ein Bootshaus, das sieht extrem schön aus. Da ist noch ein zweiter See, der Obersee. Aber ja, wir lassen es. Wie gesagt, der eine Weg wäre gewesen, da über diesen Berg. Das wäre der eine Weg gewesen. Oder der andere Weg wäre jetzt hier rüber. Und Leute, das ist wirklich hoch. Hier habt ihr den Watzmann. Dann hätten wir irgendwie hier rüber wandern müssen. Hier runterkommen irgendwo. Da hinten. Ja, wäre es dann weitergegangen. Dauert laut Google Maps ungefähr 3 Stunden. Aber wir haben auch nur maximal 3 Stunden Zeit hier. Weil dann fährt das letzte Boot zurück. Und bevor das letzte Boot zurückfährt, werden wir definitiv nicht wieder an der Anlegestelle. Und hier kannst du nicht pennen, hier willst du nicht pennen. Zumindest sind wir nicht gut genug dafür ausgerüstet, aktuell, um hier zu pennen. Ich meine, irgendwie haben wir auch nicht drüber nachgedacht, ne, dass es ja schon kälter ist. Ich meine, wir haben unseren Camper, ne, und ja, dass man auch ja, eventuell hätte hier bofen müssen oder so. Also, wenn ihr herkommt, überlegt euch das gut. Überlegt euch gut, wo ihr lang fahrt, wo ihr lang wandert und all sowas halt. Ne? Aber warme Sachen, ja. Also zumindest zu dieser Jahreszeit. Für nachts. Ja, das auch. Aber für diese Jahreszeit auf jeden Fall. Jo, also wir gucken jetzt, was hier noch geht. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fotos hier. Und ich glaube, du auch, ne? Das ein oder andere Bild. Ich meine, es sieht unglaublich schön aus hier, ne? Also da kann man sagen, was man will. Ich finde nicht, dass das unbedingt aussieht wie, ja, wie in Deutschland. Also es fühlt sich wirklich an eher wie Kanada oder sowas. Also das ist schon mega hier. Guckt euch das da hinten mal an. Unglaublich. Und das ist das Tal, wo ich eben meinte, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben es tatsächlich noch hinter den Strand geschafft. Wie gesagt, wir haben ja gedacht, dass man da oben lang muss. Hier ist so ein versteckter Pfad. Und man geht quasi hier hoch. Und irgendwie dann da wieder runter. Keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, dauert das zu lang. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir nächstes Jahr definitiv machen können, weil wir nächstes Jahr im Sommer auch zur Not draußen pennen können. Weil ganz ehrlich, oder man muss echt früh morgens los, hier wie gesagt über die Berge und dann da rein, oder man, ja, anders kommst du da nicht hin. Ja. Oder halt mit dem scheiß Schiff hier rüber, aber wenn das um 16.20 Uhr das letzte Schiff fährt, ist halt natürlich auch kacke, ne? Also du tanzt hier wohl um 6 an. Da fahren die, glaube ich, noch gar nicht. Oh ja. Stimmt, 9:30 Uhr ist das erste. Ja, also. Ja. Ne? Aber da steht auf jeden Fall ab jetzt auf meiner Bucketlist. Wir erweitern die Bucketlist. Wir müssen zum Obersee. Und ich will Bilder von dem Berg da hinten und so. Du erweiterst ja nicht. Hä? Du tauschst nur.
Ja, hast du irgendwie recht. Das ist kein Erweitern, sondern ein Tausch, ja. Boah, geil. Sieht man das? Da oben, ein Berg mit dem Schnee. Ja, aber guck mal, wie der... Ja, ich sehe schon, wie der verweht wird. Ja, das ist so geil. Da. Ja. Naja, wir wandern jetzt erstmal zurück. Ja, meine Lieben. Mit diesem wunderschönen Blick auf die Alpen. Also es sieht gerade wirklich schon mal wunderschön aus. Auf das steinerne Meer und keine Ahnung, was da alles hinten ist. Endet unser Roadtrip mehr oder weniger. Fazit, der Bus hat gut durchgehalten. Und ich muss sagen, der Bus macht auch im Gebirge das, was er machen soll. Klar ist er ein bisschen träge und man kann natürlich nicht so fahren, wie man das mit einem anderen Auto könnte. Aber es funktioniert und man ist auch nicht wirklich der Langsamste. An der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Ich hoffe, ihr fandet das Video gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare einfach mal schreibt, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Dass wir einfach mal die Sachen packen und für 3-4 Tage wegfahren und euch zeigen, was wir so erleben, mehr oder weniger. Wie gesagt, hoch haben wir es nicht geschafft. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir besser ausgerüstet sind wieder und auch drüber nachdenken, weil eigentlich waren nur Seen geplant, aber nicht geplant, dass wir irgendwie noch bergsteigen oder so. Aber das ist was, was wir beim nächsten Mal mit einem Plan. Und wie gesagt, an der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende.